Servus Dresden, hallo Patrioten hier am Postplatz und zu Hause am Livestream. Mein Name ist Wolfgang Taufkirch. Was war das bis jetzt für ein heißer Herbst? Nachdem Pegida monatelang totgeschwiegen wurde, haben wir am 3. Oktober unsere eigene Geschichte geschrieben. Wir haben den Politbonzen das Entsetzen in ihr Angesicht gepfiffen, das bis heute noch Bestand hat. Wir haben den mächtigen Vordenkern und Volksverrätern aus Berlin in Dresden Hausverbot erteilt. Es ist unsere Stadt und wir nehmen es nicht hin, dass die, die für die unsäglichen Zustände in unserem Land verantwortlich sind, sich feiern im Stile wie bei der Volkskammer, während diejenigen, die diese Partys finanzieren, ausgesperrt, ja sogar von den geladenen Gästen verhöhnt, bepöbelt und mit obszönen Gesten eines Gabriels belegt werden. Lammert erklärt dann in seiner eilig umgeschriebenen Rede, dass sich die Bürger doch besinnen sollen, Zitat, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde. Richtig! Politisch gesehen sind wir da schon wieder ganz nahe dran. Und ein sächsischer Ministerpräsident hat nicht einmal die Eier, die Berliner darauf hinzuweisen, warum sie hier nicht erwünscht sind und dass Pegida eben nicht für Hass und Gewalt steht. Normalerweise hätte er zur Kanzlerin Folgendes sagen müssen. Da draußen stehen unsere ehemaligen Wähler. Was haben wir falsch gemacht? Aber nein, stattdessen regt er sich über den zivilen Ungehorsam der bürgerlichen Mitte auf. Das finde ich menschenverachtend und zutiefst unpatriotisch, Herr Tillich. Den Vogel schoss allerdings der erste Bürgermeister Detlef Sittel ab, als er sich im Fernsehinterview beschwerte, wie das Volk den Herrschenden entgegentritt. Da ist wohl wirklich einer im Jahr 1989 hängen geblieben. Herr Sittel, Sie gehören sicher nicht zu den Herrschenden. Sie gehören zu den Dienenden. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Unser Land braucht solche lumpigen, Lobbyisten, gesteuerten und abgehobenen Politiker nicht. Unser Land hat etwas Besseres verdient. Nach der Berlin-Wahl am 18. September ist unser Vizekanzler Gabriel gleich ein Stückchen gewachsen. Allerdings ohne dabei schlanker zu wirken. Rot-Rot-Grün würde doch bei der Bundestagswahl oder auch eher bedeuten, er wäre Kanzler. Der Superman der Republik. Wundern Sie sich also nicht, wenn er demnächst die rote Unterhose über dem Anzug trägt. Dazu müsste er aber dann auch Kandidat sein. Diese Bestätigung holte er sich gleich einen Tag später, als er die SPD hinter sich brachte, als sich die Partei mit einer Zweidrittelmehrheit für das Freihandelskommen CETA aussprach. Nur... Auch wenn sich die Belgier noch so standhaft gewehrt haben, über TTIP und CETA brauchen wir eigentlich gar nicht mehr abstimmen. Es wird uns einfach eingekauft, wie es zum Beispiel im Fall von Bayer war. Für unglaubliche 59 Milliarden Euro wird der Saatguthersteller Monsanto übernommen. Man kann jetzt sagen, na gut, wenn die so viel Geld haben, mir ist das egal. Warten Sie aber bitte mit dieser Meinung noch ein paar Minuten ab. Monsanto hantiert mit genetisch verändertem Saatgut und mit Pflanzenschutzmittel. Ein anderes Wort für Unkrautvernichtungsmittel oder Gift. Wir haben es alle noch im Gedächtnis, das umstrittene Mittel Glyphosat wird genau von diesem Unternehmen hergestellt. Ein Betrieb von 22.500 Mitarbeitern und einem Konzernergebnis von etwas mehr als 2 Milliarden Euro. Das 30-fache des Jahresergebnisses zu bezahlen, ist aber auch in diesen Branchenkreisen heftig, wo eigentlich ein Wert zwischen dem 4- und dem 20-fachen ein fairer Wert wäre. Die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert oder auch der reale Wert des Unternehmens Monsanto,
ist 40,8 Milliarden Euro. Kann mir eigentlich einer sagen, wer so blöd ist, fast ein Drittel mehr zu bezahlen. Wir reden da von 18,2 Milliarden Euro. Hätte man nicht für weniger Geld die gleichen Produkte entwickeln können? Oder hat man die am Ende nicht lange schon? Die Antwort ist sehr einfach. In der Aktiengesellschaft bestimmen die Investoren, die für den maximalen Profit eine Mehrheit bilden. Fast wie in der Demokratie. Der größte Aktionär ist bei Monsanto unter anderem die BlackRock Vermögensverwaltung mit Sitz in den USA. Sie wurde gegründet von Lawrence Fink, dem mächtigsten Mann der Wall Street, der sich regelmäßig von Clinton bekriegen lässt und ein heißer Anwärter auf das Amt des Finanzministers ist, falls Clinton die Wahl gewinnt. BlackRock verfügt über unglaubliche 4,7 Billionen Dollar Anlagevermögen. Dort werden 93% der Rentenrücklagen von Millionen von amerikanischen Arbeitern verwaltet. Man achtet sehr darauf, dass die Rendite für die Anleger stimmt, woran man ja auch selbst beteiligt ist. Und stellen Sie sich vor, BlackRock ist auch Hauptaktionär bei Bayer. Man bestimmt also Preis- und Übernahmekonditionen unter sich. Keiner verliert auch nur einen Cent. Das Geld wird praktisch nur aus dem deutschen Unternehmen nach Amerika geholt und im Gegenzug wird dort ein nicht sonderlich geschätztes Unternehmen für vermutlich krebserregende Substanzen in unserem Land installiert. Amerikanische Standards kaufen wir uns einfach ein. Diese Deals sind von langer Hand vorbereitet. Seit dem 8. Juni 2016 kauft die EZB neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen. Pro Monat sind das bisher ca. 13 bis 15 Milliarden Euro gewesen. Wie viel genau in welche Firmen gesteckt wird, wird nicht veröffentlicht. Lediglich vage prozentuale Branchenanteile wurden am 3.8.2016 in der FAZ veröffentlicht. Und auch, dass darunter der Bayer-Konzern ist. Ist uns eigentlich klar, was da los ist? Europäisches Geld wird also in Großunternehmen gepumpt, die damit dann ein amerikanisches zum überhöhten Preis kaufen. Ist das die Idee von Draghi, die europäische Wirtschaft anzukurbeln? Wohl kaum. Und lassen Sie uns noch einmal um die nächste Ecke denken. Das Saatgut aus den Labors dieses Unternehmens soll ja nun auch in Europa verkauft und angebaut werden. Und gleichzeitig liegen in Russland 45% der Bruttoagrarfläche brach, weil durch die EU-Sanktionen ein Einfuhrverbot unter anderem für landwirtschaftliche Produkte verhängt wurde. Damit mir hier keiner einen Aluhut aufsetzt, habe ich noch ein weiteres Beispiel. Sie kennen es alle, VW. Zur Wiedergutmachung dieses in der Tat unrühmlichen Skandals zahlt VW laut dem Bericht in der Zeit vom 28.06.2016 14,7 Milliarden Dollar an die Amerikaner. Das wurde letzten Dienstag auch nochmal bestätigt, allerdings ist das nur der Vergleich für die 2-Liter-Motoren. Für die 3-Liter-Motoren kommt noch was nach. Und die Finanzhaie von BlackRock, die natürlich auch Anteile an VW besitzen, legen noch einen drauf und haben am 15. September 2016 noch eine Klage für weitere 2 Milliarden Dollar eingereicht als Schadensersatz für ihre Mandanten, denen Schaden aus Kursverlusten entstanden ist. Ja, die kümmern sich, dass die Rentenrücklagen der Amerikaner sicher sind. Für eine derartige Klage bekommt der deutsche Aktionär höchstens den Vogel gezeigt. Der amerikanische VW-Kunde kann wählen, ob er sein Auto zurückgibt oder auch für ein 3 Jahre altes Auto fast den kompletten Kaufpreis erstattet bekommt. Oder ob er eine Entschädigung von bis zu 10.000 Dollar annimmt. Und der deutsche VW-Fahrer bekommt ein läppisches Schreiben, dass er zu seiner Werkstatt fahren soll, wo ihm für eine Stunde Wartezeit wahrscheinlich nicht einmal eine Tasse Kaffee angeboten wird. Noch ein Beispiel gefällig. Die US-Behörden forderten am 19.09.2016 von der Deutschen Bank 14 Milliarden Dollar als Vergleich für zweifelhafte Hypothekengeschäfte. Ich bin wahrlich kein Freund von Banken, aber wenn es um zweifelhafte Hypothekengeschäfte geht, haben wir Amis sicher das Patent darauf. Die Folge war ein Kursrutsch der Deutschen Bankaktie und eine tagelange Unsicherheit im Euroraum. Und keiner unserer Regierungsmarionetten
handelt und benutzt sein Hirn, um diesen Wahnsinn zu stoppen, weil sie mit hündischer Unterwürfigkeit von den USA dirigiert werden und nicht wahrhaben wollen, wie erst unser Geld abgezogen wird und danach ein wirtschaftsschwaches Europa in den Krieg gegen Russland getrieben werden soll. Wenn wir sehen, wie die USA Gelder aus den Taschen deutscher Unternehmen zieht, frage ich mich, warum wir Russland und nicht die Amerikaner mit Sanktionen belegen. Dieses Rechtssystem mit derart exorbitantem Strafmaß kann doch nicht einfach so bedient werden. Sollen die doch ihr genmanipuliertes Saatgut mitsamt dem Chlorhühnchen selber essen, mit ihren eigenen Dreckschleudern im Land herumfahren und ihr Geld in die eigenen maroden Staatsanleihen investieren. Dieses Land ist tief gespalten. Ich selbst habe im Juli in New York einige Protestzüge gegen die eigene Regierung erlebt und begleitet. Es ist wirklich zu hoffen, dass es dort ab nächsten Monat einen Präsidenten namens Trump gibt, der vor allem die Russen wieder als gleichwertigen Partner sieht und Merkel objektiv als geisteskrank einschätzt. Doch für uns Deutsche ist es Wahnsinn, wie unser Vermögen durch die eigene Regierung geplündert wird, und garantiert werden unsere Nachfahren uns für diese Machenschaften noch einmal verfluchen, sofern es diese Nachfahren dann noch gibt. Da sind es bei einem einzigen Türkei-Besuch am 6.9.2016 einmal schnell 58 Millionen Euro für den Bundeswehrstützpunkt Incirlik, den deutsche Abgeordnete bis heute noch gar nicht betreten durften. Dann schmeißen wir der Türkei nochmal 374 Millionen Euro vor die Füße für Syrer, die erst einmal dort bleiben sollen. 6 Milliarden haben die Türken schon vor Monaten von der EU bekommen. Ein Drittel davon stammt aus Deutschland. Für was eigentlich? Um den Landweg der Reisenden in eine Luftbrücke umzuwandeln, über die sie jetzt eingeflogen werden? Die Mitgliedschaft in der EU kostet nochmal schlappe 9 Milliarden Euro im Jahr. Laut der Geberkonferenz vom 4. und 5. September 2016 in Brüssel will alleine die Bundesregierung in den nächsten 4 Jahren bis zu 1,7 Milliarden Euro nach Kabul überweisen. Seit fast 14 Jahren pumpen wir Unsummen nach Afghanistan. Wozu überhaupt? Noch immer lebt dort rund ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. 2 Drittel können weder lesen noch schreiben. Die Korruption ist enorm, der größte Wirtschaftssektor bleibt der Opiumanbau, der den IS und die Taliban mit Geld versorgt. Das unabhängige Webportal EPO meldet am 12.06.2008, dass 420 Millionen Euro angeblich für den Straßenbau nach Afghanistan gegeben wurden. Was ist damit passiert? Am 8. Juli 2012 berichten der damalige Außenminister Westerwelle und Entwicklungsminister Niebel am Rande der Afghanistan-Konferenz in Tokio ganz stolz, dass dort 277 Kilometer Straße gebaut oder instand gesetzt wurden. In Deutschland kostete zu der Zeit 1 Meter asphaltierte Straße ohne besonderes Zubehör, 6 Meter breit, 450 Euro. In Afghanistan waren das dann 1516 Euro und 25 Cent für 1 Meter Straße. Warum ist das eigentlich keinem aufgefallen? Ach ja, Somalia, Maghreb und etliche weitere afrikanische Staaten brauchen auch noch unsere Unterstützung. In den IWF, die Weltbank und die NATO wird ebenfalls eingezahlt. Die Bankenrettung, verursacht durch die Amerikaner, hat uns dann auch noch 15,8 Milliarden Euro gekostet, Alternativlose. Und die Bürgschaften für Griechenland stehen auch noch mit 84 Milliarden Euro auf äußerst wackeligen Beinen. Und um das Volk ruhig zu stellen, soll das Kindergeld um 2 Euro erhöht werden. Der Staat verjubelt unser Geld und die Abgeordneten, die das zu verantworten haben, stopfen sich dazu die Taschen voll, fressen sich immer fetter und erzählen uns bei jeder Gelegenheit, was für ein reiches Land Deutschland ist und dass niemandem etwas genommen wird.
anstatt das zu machen, was jeder einzelne Mensch tut, wenn er Schulden hat, nämlich weniger ausgeben und schauen, wie er diese wieder los wird, feiert sich Schäuble selbst wie der Retter der Nation, wenn er es schafft, keine neuen Schulden zu machen. Tatsächlich ist das doch der Disziplin zu verdanken, die unsere fleißigen Arbeiterinnen und Arbeiter Tag für Tag aus dem Bett treibt, um teilweise unterbezahlte Jobs zu verrichten. Und das Geld, das sie nicht ausgeben können, um damit zum Beispiel einen gescheiten Urlaub zu machen oder einfach nur einmal mit dem Partner zum Essen zu gehen, wird anderen hingeschoben, die für dieses Land noch nicht einen Finger krumm gemacht haben und unsere Werte und unsere Kultur zutiefst verachten. Ich muss den Gedanken jetzt aufnehmen, den ich vor kurzem von einem pfiffigen Patrioten gehört habe. Wenn wir die Staatsschulden umlegen, ist jeder Bürger in diesem Land mit ca. 30.000 Euro verschuldet. Lasst die Zuwanderer doch herein, gebt ihnen einen Pass und 30.000 Euro Schulden und lasst sie diese erst einmal abarbeiten, bevor sie einen Anspruch auf etwas anderes haben. Wir sind ein Volk, das schrumpft. Das ist erwiesen. Na und? Für weniger Menschen muss auch weniger gearbeitet werden. Vielleicht hätten wir danach wieder mehr Zeit, um sich Gedanken um eine Familie zu machen und würden uns mit unseren Frauen beschäftigen, anstatt die Zielvorgaben der Unternehmen, die dann wieder von den Amis abgezockt werden, Jahr für Jahr toppen zu müssen. Weil wir so dringend Wachstum brauchen, auch einer der vielen idiotischen und dämlichen Begriffe von Merkel, wird die Qualität unserer Waren immer schlechter, damit sie schneller wieder angeschafft werden müssen. Wie viel von dem, was unser Land, was wir kaufen, ist denn schon Schrott, bevor es den Laden verlässt? Vielleicht meinen wir, 2017 nach der Wahl wird alles besser. Wir können uns aber auch täuschen. Lassen Sie Clinton Präsident der USA werden, einen Muslimen als Bundespräsidenten in Deutschland und demnächst eine rot-rot-grüne Regierung entstehen. Ich will mir hier nicht ausmalen, was danach passiert. Doch scheinbar muss das vielleicht erst passieren, bis ein mehrheitlicher Umdenkprozess stattfindet, dass es so nicht weitergehen kann und weitergehen darf. Ich bin zu alt dafür, dass ich mich vom Rathausturm abseile oder auf die Waldschlößchenbrücke steige, um auf die Missstände in diesem Land hinzuweisen. Mir ist es aber noch lange nicht zu blöd und schon gar nicht zu langweilig, mit euch Montag für Montag eine Runde zu drehen und hier Gesicht zu zeigen. Für ein besseres Land und für eine bessere Politik. Bleibt also auf der Straße, denn nur hier werden wir gehört und gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören!